Salente war einst eine sehr wichtige messapische Stadt des Salentos und ist heute eine Ortschaft von Poggiardo. Einige alte Spuren können in dem imposanten Park der Krieger bewundert werden. Er ist nur wenige Kilometer vom bewohnten Gebiet entfernt. Auf der berühmten Karte von Soleto, einer der ältesten Kartenherstellungen der Antike, stand die Ortschaft unter dem messapischen Namen Basta, der in den Werken von wichtigen griechischen und römischen Geographen, unter denen Ptolemäus und Plinius, zitiert wird. Die Gemeinschaft von Basta blühte während des römischen und byzantinischen Reichs, aber wurde dann tragisch von den Normannen während der Hälfte des 12. Jahrhunderts unter dem Reich von Wilhelm I. zerstört. Im 16. Jahrhundert entwickelte sich die Raumplanung von Basta dank der Feudalherren des Orts. Sie wurde auf den alten Resten der Stadt erbaut und entspricht heute der Ortsmitte, wo besonders der Baronenpalazzo und die Pfarrkirche zu sehen sind. Die Pfarrkirche wurde der Madonna delle Grazie gewidmet. Sie wurde mit neuen Gestalten aus dem 18. Jahrhundert dank der Gunst des Barons Ippazio de Marco wiedererrichtet, welcher die neue Errichtung des alten Gebäudes aus dem 16. Jahrhundert förderte. Die Fassade hat schlichte und feierliche Gestalten und ist in zwei Ordnungen geteilt. Auf dem Portal aus Stein steht das Stadtwappen von Basta. Im Inneren findet man ein einziges Kirchenschiff, auf deren Seiten die Seitenaltäre sind, die nach den Gewohnheiten der Kunst des späten 18. Jahrhunderts eingraviert wurden. Neben der Pfarrkirche liegt der Baronenpalazzo, der noch heute die deutlichen architektonischen Spuren seiner militärischen Herkunft zeigt, die von der Anwesenheit des schlichten viereckigen Turms beweist wird. Das Gebäude wurde im Laufe der Zeit von den Lehensherren des Orts erweitert und verändert, um es einen bequemen und angesehenen Adelssitz zu machen. Heute kann man in den breiten Räumen des Gebäudes das Archäologische Museum besichtigen, das unter den wichtigsten kulturellen Einrichtungen der Provinz Lecce ist. Bemerkenswert ist vor allem das historische Erbe der alten messapischen Stadt von Basta. Einzigartig sind die Zurichtungen der Gräber des Ritters und des Athleten, die im Zuge der Ausgrabungen des Jahres 1985 gefunden wurden, die von der Università degli Studi di Lecce gefördert wurden. Eine Reise durch die künstlerische Tradition dieser sehr alten Ortschaft, wie die sogenannten Trocellas, typische Vasentypen der messapischen Zeit, oder die rotfigurige Vasenmalerei beweisen, die von den Archäologen dem sogenannten Maler aus Basta zuerkannt wurden. Nennenswert ist der sogenannte Tesoretto, Schätzchen, der von 150 Silbermünzen gebildet ist. Sehr interessant für den Besucher ist eine Sammlung von Spielsteinen aus Elfenbein, ein rares Spiel der römischen Zeit. Das Archäologische Museum ist aus kultureller Sicht sehr innovativ und modern. In einer Seite des Palazzos, wo es auch eine charakteristische Zitrusfruchtplantage gibt, kann man sich in dem eleganten Museumcafé entspannen, das von den salentinischen Jugendlichen für die genießbaren Aperitifs und die wunderbare Musik bekannt ist. Basta ist eine Perle der jahrhundertealten Geschichte des Salento, die dem Besucher das wichtige kulturelle mit Verstand und Anstand aufbewahrte Erbe zeigt.